HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Es ist die 83. Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Und damit moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast. Mein Name ist Henrik Jacobs und wieder einmal begrüße ich in der Zoom-Leitung meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin Henrik. Und vor allem freuen wir uns aber vor dem Spiel des HSV gegen den Karlsruher SC über unseren heutigen Gast, eine echte KSC-Legende. Und vorgestellt wird dieses Kind der Bundesliga von seinem eigenen Kind, nämlich von seiner Tochter und unserer Kollegin Aylissa. Hallo, liebes Abendblatt. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr noch nie einen Gast in eurem Podcast hattet, der so schöne Haare hat wie mein Vater, übrigens immer noch ungefärbt. Und ganz bestimmt hattet ihr auch noch nie einen Gesprächspartner, der in so vielen verschiedenen exotischen Ländern gearbeitet hat. Da ich meinen Vater nur ziemlich selten ans Telefon bekomme, bin ich selber ganz gespannt auf den Podcast. Und ich musste ja sogar eine Frage einreichen, weil ich die sonst gar nicht beantwortet bekomme. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen dem Mann mit den schönsten Haaren im Fußballbusiness und den Weltenbummler Winfried Winnie Schäfer. Moin, Herr Schäfer. Guten Morgen. Eine schöne Überraschung. Eine schöne Überraschung. Ein paar werden noch folgen. Also wir sind ja hier über Zoom zugeschaltet und hier im mehr oder weniger kühlen Hamburg ist es ein bisschen nach 11 Uhr morgens. Wir erwischen Sie ja in Al-Shaour, glaube ich, heißt das, in Katar. Ich glaube, es ist ein bisschen nach 12 Uhr mittags. Wie viel Grad sind bei Ihnen? Wir haben so 28 Grad. Gut, klar, Sonnenschein ist hier normal in der Zeit. Es wird also jetzt langsam warm und es ist gut, dass die Saison auch zu Ende geht, denn irgendwann kann man auch nicht mehr spielen hier. Okay, bei welchem Spieltag sind Sie gerade schon? Ich habe vor 3 Monaten einen Verein übernommen, Alcoa. Meine Aufgabe war und ist es, diesen Verein der ersten Liga zu halten. Die waren letzter. Und wir haben jetzt das geschafft, was der HSV ein paar Mal geschafft hat. Wir haben ein Playoff-Spiel, ein Relegationsspiel am 4. Mai gegen den zweiten der, sagen wir mal, zweiten Liga. Und gut, wir bereiten uns vor und hoffen, dass wir in der Liga bleiben. Was die Relegation betrifft, wünschen wir natürlich genauso viel Glück, wie der HSV in den Relegationsspielen immer hatte. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen mit Ihnen über Katar sprechen, über Iran, über Jamaika, Aserbaidschan, Kamerun, über Ihre ganze Weltenbummler-Karriere. Bevor wir das tun, müssen wir natürlich ein bisschen auf die Aktualität gehen und wollen vor diesem wirklich so wichtigen Spiel des HSV gegen Ihren alten Club, gegen Karlsruhe, auch ein bisschen über die zweite Liga sprechen, die zwar weit weg von Ihnen im Katar ist, aber trotzdem direkt mal zu Anfang gefragt, haben Sie irgendeine Möglichkeit auf irgendeinem Kanal am Donnerstag das Spiel zu gucken, vielleicht ja mit Ihrem Stürmer Pierre-Michel Lasogga zusammen auf dem Sofa? Das könnte ich machen mit dem Pierre. Der ist ja ein richtig, also ist ein Junge aus dem Kohlenpott, aber ich glaube, in Hamburg liebt man ihn immer noch, weil er das entscheidende Tor in Fürth gemacht hat. Und ich habe auch meinen Jungs auch gesagt, hier, wenn was passieren sollte, wir haben den Pierre, der kennt das, der weiß, was er zu machen hat. Ich kann das auch nur über Laptop, also über Internet schauen. Und ich werde es mir auch anschauen, weil der HSV interessiert mich schon aus der Zeit Kuno Klötzer und Krohn. Und gut, den KSC muss man nicht erklären. Das ist immer noch eine große Liebe. Die 12 Jahre habe ich da gearbeitet und sowas vergisst man nicht. Ja, über Peter Krohn und Kuno Klötzer und auch über Pierre-Michel Lasogga werden wir im Laufe der nächsten Stunde mit Sicherheit auch noch sprechen. Vielleicht bei Lasogga noch mal kurz angefangen. Sie haben schon gesagt, der kennt die Relegation gut, hat es 2-mal mit dem HSV geschafft. Haben Sie selbst schon ein bisschen gewitzelt mit ihm darüber oder über die Ihr Play? Ja, klar. Er ist im Moment ein bisschen angeschlagen. Er hat Probleme in der Muskulatur und er wird von den Physios fit gemacht. Das heißt, er muss im Training gar nicht viel machen. Er muss nur auslaufen, sein Kopfballtor machen, dann kann er wieder nach Hause gehen. So, ich sage das mal ein bisschen salopp gesagt. Er ist hier unser Held im Moment und alle warten auf ihn und hoffen, dass er einsatzbereit ist. Er ist ein wunderbarer Junge, ein sehr guter Typ. Ein Arbeiter, meine aus dem Kohlenpott, die Jungs, das sind ja alle, die da geboren sind, nicht da hingezogen sind von Schalke. Das sind so Jungs, die den Fußball lieben und alles geben. Und er wird das schon richten.
mit der Muskulatur war das ähnlich in Hamburg. Da war er auch meistens ein bisschen am Auslaufen, hat sein Kopfballtor gemacht und alle waren zufrieden. Hat er Ihnen denn so ein bisschen erklären können, was da gerade los ist in Hamburg? Weil es ist ja leider eigentlich wie immer beim HSV. Die Saison geht langsam zu Ende und das Nervenflattern beginnt. Ja, über den HSV haben wir mal ganz kurz so gesprochen, weil ich konnte mich erinnern, als er das Tor in Fürth gemacht hat. Ich war da nicht so begeistert von, weil ich damals mehr auf der Fürther Seite war, weil der HSV damals schon über das Management so viele Probleme hatte, dass es auch mal ganz gut ist, dass ein Verein jetzt am Absteigen und nicht immer die Trainer entlassen werden. Und er hat das Tor gemacht und ich hoffe, er kann das bei uns genauso machen. Da fällt mir gerade ein, das Jahr darauf war dann ja die Relegation gegen den Karlsruher SC. Ich erinnere mich, dass wir damals auch noch vorher gesprochen haben. Das Spiel haben Sie mit Sicherheit damals auch geguckt und wahrscheinlich eher für Ihren KSC gefiebert, oder? Ja, natürlich habe ich für den KSC gefiebert, aber ich war auch ein bisschen traurig, kann man nicht sagen. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, 1-0 geführt, die Jungs waren schon, ich glaube, in der 70. Minute in der ersten Liga. Und haben den größten Fehler gemacht, den sie machen konnten. Sie haben sich hinten reingestellt und haben gehofft, dass kein Tor mehr fällt. Und wenn sie immer die Bälle reinschlagen, der HSV, jede Flanke rein, jeder Ball wurde rein, irgendwann springt er an die Hand. Und das war das Problem. Und dann dieser Freistoß und dann sind sie ausgeschieden. Es lag nicht am Schiedsrichter, sondern an der Art und Weise, wie der KSC die letzten 20 Minuten gespielt hat. Wären sie rausgegangen und hätten den Gegner gepresst die ganze Zeit, wären die Bälle eben nicht vor das Tor gekommen. Und in dem Moment bin ich ein bisschen neutraler, bin ich Trainer und nicht Anhänger von einem Fußballclub. 2015 war das, da waren Sie Trainer in Jamaika. Wissen Sie noch, wo Sie das Spiel geguckt haben? Ich glaube, in der Zeit war ich aber in Deutschland, habe das in Deutschland geguckt, da hatten wir Pause. Ich war ja Nationaltrainer und da gibt es natürlich nicht so viele Spiele. Und ich glaube, da war in Jamaika war es sehr heiß und dann ist die Liga auch zu Ende. Das ist also jetzt, auch der Ettlinger. Ja, 6 Jahre ist das jetzt her. Mittlerweile ist der HSV seit 3 Jahren dann doch in der zweiten Liga angekommen. Auch der KSC spielt jetzt mit dem HSV in einer Liga wieder. Das Hinspiel ging, glaube ich, 2-1 für den HSV aus. Jetzt steht das Rückspiel an. Wie verfolgen Sie denn insgesamt eigentlich jetzt so aus der Ferne noch den deutschen Fußball und die zweite Liga vor allem? Gut, die erste Liga oder zweite Liga. Einmal muss ich sagen, das ist, ich habe hier über Internet, die Spiele kann man hier nicht sehen im Fernsehen, da werden nur Spiele aus England, Spanien übertragen, über diesen Katar-Sender. Aber über den Laptop kann ich die Spiele sehen, da gibt es 2 Links, die ich anklicken kann. Ich schaue natürlich, weil es gibt ja immer wieder Veränderungen, die man als Trainer auch mitnehmen kann, die man hier vielleicht gebrauchen kann, natürlich nicht in der Stärke, wie die Bundesliga, das ist ganz klar. Aber ich schaue das mir an, aber ich muss eins sagen, ich habe immer das Radio, Radio mit an und ich liebe es, wenn im Radio die Spiele übertragen werden und der Reporter in München ruft Tor, 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 dann der in Hamburg, oder Hamburg ja im Moment nicht. Der Ton kommt immer vom Radio und alles andere kommt über den Fernseher, über Laptop. Ja, in Hamburg wird leider momentan nicht so viel Tor, Tor, Tor gerufen, aber ab und an ja dann doch schon. Sie haben ja jetzt eine ganz schöne Weltenbummler-Karriere, haben aber davor ja auch sehr lange für Traditionsvereine gearbeitet, waren 12 Jahre Trainer in Karlsruhe, das weiß jeder, nicht ganz 12 Monate in Stuttgart Trainer. Deswegen wissen Sie aber ganz genau, wie das so bei Traditionsclubs auch funktioniert. Können Sie aus der Entfernung, aus der weiten Entfernung, HSV-Trainer Daniel Thun jetzt für die letzten Spiele einen Rat geben, wie das bei Traditionsclubs, auf was er sich da einlassen muss, auf was er da achten muss? Ja, das ist ja ein Phänomen, wenn man sieht, dass die Vereine, die die meisten Anhänger auch haben, also ich meine jetzt von der Tradition, das ist, Schalke. Schalke steigt ja nicht ab, weil die Spieler nicht drinbleiben wollen, sondern weil einmal die Qualität nicht stimmt. Und das Drumherum ist das Problem. Ja, wenn man Schalke zum Beispiel arbeitet oder spielt, muss man
die Mentalität des Sport annehmen und nicht in Düsseldorf wohnen und da mal schnell zum Training und zum Spiel fahren, da hat man in der Region keine Chance, auch von den Fans geliebt zu werden und die Fans hinter einem stehen. Und wenn die Situation ist doch so, dass alle Vereine in der zweiten Liga sagen, oh, der HSV kommt, ist schon mal ganz gut wegen Zuschauern, das bringt Geld und man kann sich profilieren. Also musst du als, das ist dasselbe, wenn Bayern München Holstein Kiel spielt und verliert, die Kieler geben dem Spiel mehr als 100%. Also musst du als Gegner, der HSV muss immer, egal wo er spielt, den Gegner von der ersten Minute an pressen. Pressing spielen, damit der Gegner, der ja eigentlich nicht besser ist, der kann ja nicht besser sein, ihn so unter Druck setzen, dass er denkt, okay, heute hast du keine Chance. Aber wenn du natürlich anfängst, Verhalten zu spielen, gibst du dem Gegner, diesem kleinen Gegner, oh, das ist nicht böse gemeint, die Chance in dem Spiel, ey, wir können den HSV erschlagen. Regensburg zum Beispiel, wenn ich lese, was der Trainer gesagt hat, die haben uns so unter Druck gesetzt, Regensburg, dass wir nicht zu unserem Spiel gefunden haben. Das ist genau das Schlimmste an der Sache. Der HSV darf sich nie so in einem Spiel ergeben, dass der Gegner ihn unter Druck setzt. Das muss der HSV mit den anderen machen. Und deshalb ist ja Bayern München über die ganzen Jahre auch immer die beste Mannschaft, weil sie immer, egal wo sie spielen, dem Gegner von der ersten Minute an zeigen, hier, ihr habt keine Chance. Und das müsste der HSV machen. Und wenn ich dann lese, aber in der zweiten Halbzeit haben wir und so, dann ist zu spät. Ja? Dann ist der Gegner so aufgebaut, so stark, dass du da nicht mehr rankommst. Das ist ein Phänomen. Glauben Sie mir, dass Regensburg das nächste Spiel nicht gewinnt. Ja? Weil sie sich so verausgabt haben, um den HSV zu schlagen. Nicht das Spiel zu gewinnen, den HSV zu schlagen. Und deshalb werden sie jetzt ein bisschen müde sein, aber das muss vom HSV kommen. Und das ist eigentlich der große Problem. Ja, das spielt meistens im Kopf ab. Und wenn du irgendwo, wenn wir heute verlieren, dann heißt es wieder, wir sind die Doofen und so. Nein, du musst rausgehen mit der Überzeugung, wir sind die Besten, gewinnen und machen Druck. Da gewinnst du auch das Spiel und steigst auf. Mhm. Jetzt könnte man sagen, Sandhausen hat am Donnerstag den HSV geschlagen, hat dann am Sonntag aber auch noch Hannover geschlagen. Also das war jetzt vielleicht mal eine Ausnahme. Ja, Hannover geschlagen. Hannover ist ja natürlich jetzt nicht eine Mannschaft, wo man so viel dafür arbeiten muss. Das ist ja auch eine Problemmannschaft, wenn ich so mitbekomme. Der Trainer wird in Frage gestellt, der Sportdirektor wird in Frage gestellt. Hannover ist auch ein... Schauen Sie mal, wenn Sie die zweite Liga anschauen oder die dritte Liga schon, wie viele Traditionsvereine nicht mehr auf die Beine kommen. 60 München, an der ganz großen Vereine in München. Schalke 04, gut, die steigen Nürnberg, Hannover. Kaiserslautern. Und Essen. Ja, Kaiserslautern ist auch ein gutes Beispiel. Glaube ich, eines der besten Beispiele. Das liegt nicht an dem Spieler, der da gespielt hat, sondern an dem Management. Schaut, wenn Sie jetzt Hoffenheim sehen, Hoffenheim wird ja, sagen wir mal, der Dietmar Hopp, den ich ja auch sehr gut kenne, das ist ja nicht ein normaler Präsident. Das ist der Mann, der oben drüber steht und der Leute arbeiten lässt, aber auch kontrolliert. Es kann doch nicht sein, dass Schalke 04 in, ich glaube, 200 Millionen Euro Schulden hat. Da musste irgendjemand irgendwo mal gesagt haben, hör mal, wir haben ja 100 Millionen Schulden. Das kann doch nicht sein. Aber wenn das immer so weiterläuft, dann kann ich ja nicht nachher die Spieler verfolgen auf dem Parkplatz, dann muss ich doch mal die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass dieser Verein so viel Schulden hat, die müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Und das ist auch das Problem in diesen Traditionsvereinen, dass da, sagen wir mal, keine Aufsicht da ist. Ja? Sie haben eben das Wort... Kaiserslautern ist ja auch pleite. Ja? Wieso sind die pleite mit dem Stadion? Die haben das Stadion immer voll gehabt. Sie haben eben das Wort Phänomen angesprochen. Das ist natürlich auch ein Phänomen beim HSV, dass es jetzt zum dritten Mal in Folge so läuft, dass man eigentlich schon glaubt, den Aufstieg sicher zu haben und dann in der Rückrunde total einbricht und gerade so auf den letzten
Metern. Sie haben auch den Druck schon angesprochen, gerade bei Traditionsclubs. Ist das jetzt genau diese Phase, wo dieser Druck dann letztendlich dafür sorgt, dass die Spieler nicht mehr das abrufen können, was sie ja eigentlich dahin gebracht haben, wo sie dann im langen Verlauf der Saison stehen? Ja, es gibt Vereine, ich meine, ich will jetzt nicht so weit gehen, aber es gibt Vereine, die, es gibt einen Verein in der Regionalliga Südwest, glaube ich, ist Elversberg. Ja, die waren über die letzten 15 Jahre, waren die immer Zweiter kurz vom Aufstieg und haben immer die letzten zwei Spiele verloren und haben es nicht geschafft. Da muss man sich auch überlegen, warum ist das passiert, ja. Und ich will dem HSV, ich weiß nicht, wie alt die Spieler sind, aber wenn ich doch die Chance habe, aufzusteigen, dann muss ich eigentlich gar keinen Trainer für haben, ja. Dann muss eine Mentalität entstehen in diesem Club. Da müssen Leute da sein, sagen wir mal, wie früher Berti Vogt, Netzer, Bonhoff oder auch Beckenbauer, die sagen, hier mal, mein Junge, wir haben hier so ein Spielerrat, ja, so 5, 6 Spieler aus dieser Mannschaft, die sagen, hör mal, wenn du morgen nicht topfit bist, ja, dann gibt es Probleme. Da muss gar kein Trainer für da sein. Dann müssen die Mannschaft muss sich hoch pushen. Die müssen sich gegenseitig auch mal so anmachen und sagen, hey, mal, wir gehen morgen raus und wenn wir rausgehen, dann hauen wir diese Regensburger, die hauen wir weg, oder? Ja. Und ich glaube, das vermisse ich, diese Spielertypen, die nachher nicht in ihren Mercedes steigen und sagen, okay, haben wir wieder nicht geschafft, sondern die in der Kabine, in der Halbzeit, wenn es 0-1 steht gegen die eigene Mannschaft, sagen wir mal, die Getränkekiste durch die Gegend werfen und sagen, wenn du jetzt nicht dafür rennst, damit wir aufsteigen, ja. Ich glaube, das ist ein Problem, dass sie irgendwo gekommen ist und gut, die zwei fahren links rum nach Hause, die anderen fahren da nach Hause und ja gut, wir haben es nicht geschafft, ja. Und da muss was passieren in der Mannschaft. Die Mannschaft muss sich hochpushen. Ja? So ein Spielertypen, wie Sie ihn gerade beschreiben, davon haben Sie ja mehr als genug früher trainiert, auch in Karlsruhe. Einer dieser Spielertypen, der ist später mal Trainer beim HSV geworden, Thorsten Fink. Und der hat mir damals uns auch noch eine Frage geschickt. Winnie, einer meiner Lieblingstrainer. Habe ich sehr viel zu verdanken natürlich, hat immer auf mich gesetzt, die ersten Europa-League-Erfolge für mich und dann natürlich, um dann natürlich zu Bayern gehen zu können, war natürlich eine tolle Zeit mit Vini und ja, ich möchte ihn einfach mal fragen, ob er sich vorstellen könnte, wenn er mal bei einem Club ist, als Sportdirektor zu arbeiten und mich dann als Trainer zu holen, das würde mich mal interessieren, okay? Vini, mach's gut. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ciao. Ja, das war Thorsten Fink, der ehemalige HSV-Trainer und Ihr ehemaliger Spieler beim Karlsruher SC. Hat jetzt auch mittlerweile eine Weltenbummler-Karriere hingelegt. Also war nach dem HSV auf Zypern, in Österreich, in der Schweiz, jetzt zuletzt in Japan bei Vissel Kobe. Ja, und er hat eine Doppelfrage. Zum Ersten, könnten Sie sich mit 70 Jahren überhaupt noch vorstellen, nochmal als Sportchef irgendwo zu arbeiten? Und dann natürlich die Nachfrage, würde der Sportchef Winnie Schäfer den Trainer Thorsten Fink verpflichten? Ja, erstmal vielen Dank. Ich bin 71, aber schön, dass Sie mich jünger machen. Sehr gerne. Der Thorsten, den habe ich das erste Mal, gut, ich habe ihn ja vorher gekannt, aber ich habe ihn erlebt, als wir in Wattenscheid gespielt haben. Damals waren wir Dritter und wir haben dann in Wattenscheid mit dem KSC gespielt und wenn wir gewinnen, bleiben wir Dritter. Und wenn nicht, dann können wir auch abrutschen und der Schweinehund macht 2 Tore gegen uns. Ja, das war so da wurde in Karlsruhe so der große Skandal, wie kann man nun Wattenscheid verlieren? Aber wir haben dann über die Relegation sind wir trotzdem in die UEFA-Pokal noch gekommen. Und Thorsten kam dann zu uns. Ja, Thorsten war, man hat ihn damals nicht so gekannt, aber er hatte so das bisschen, das Wolfgang Rolf hatte. Ja? Wolfgang Rolf, das war ja, muss ich ja nicht erklären, einer der besten Mittelfeldspieler, die wir hatten. Und beim HSV unter Ernst Happel war das eine Rakete. Ja? Und Thorsten kam dann zu uns
Und die Westdeutschen, die haben so ein bisschen einen anderen Touch dran gehabt. Er kam im Armani-Hemd und so. Und unsere Jungs, die hatten ein Baby auf dem Arm. Und am Anfang hat er ein bisschen Probleme gehabt. Dann habe ich ihn mal zu mir geholt. Er wird das auch verstehen, wenn ich das erzähle. Und dann habe ich zufällig lag unser KSC-Heft da. Und da waren alle Köpfe der Spieler drauf. Dann habe ich mit dem Stift die Spieler, habe ich einen Kreis drum gemacht, die schon länger da waren. Dann kam der Thorsten rein. Er hatte so ein bisschen Probleme. Dann sagte ich, Thorsten, was glaubst du, warum ich diese Spieler markiert habe? Sagt der Trainer, weiß ich nicht. Sag ich, pass mal auf, das sind die, die letztes Jahr im UEFA-Pokal gespielt haben, Valencia, Bordeaux und was ich. Die haben dafür gesorgt, dass wir dich verpflichten konnten. Sagt der Trainer, ich habe alles verstanden. Der ging, das war unser bester Spieler nachher. Sonst hätte Bayern ihn ja nicht geholt. Er hat eine Karriere gemacht, die war traumhaft. Ein wunderbarer Typ, ein fantastischer Typ. Und später wollte ich ihn, ich hatte ein Angebot vom Hauptsponsor ENWB, das ist diese Elektrogas und sowas in Karlsruhe. Die waren damals Sponsor und wollten mich als Trainer Trainer verpflichten. Da sage ich, nein, wenn ich komme, nehme ich einen Thorsten Fink als jungen Trainer. Ich bin Sportdirektor, so wie ich das mit Kalli Rühl hatte. Kalli Rühl hat mich geholt als ganz junger Mann und hat mir geholfen, diese Karriere zu machen. Und später habe ich ihm mal gesagt, Thorsten, als er in Hamburg die Probleme hatte, wenn ich dein Sportdirektor gewesen wäre, wärst du nicht gegangen. Und man hätte dich nicht entlassen, weil ich dir gesagt hätte, aus meiner Erfahrung heraus, warum machst du das? Überleg doch mal. Ja. Und da war ein Spiel, glaube ich, in München, haben sie hoch verloren und dann ist er in München geblieben. Man hat ihm das dann angekreidet. Er hat natürlich eine gute Karriere gemacht. Nachher war er in Österreich. Und er war in Japan, hat den Club Pokalsieger geworden und mit dem Iniesta von Barcelona. Er ist ein unheimlich begnadeter, war ein guter Fußballer und ein sehr guter Trainer. Und ich glaube schon, wenn ich irgendwo was machen würde in der Richtung, und dafür bin ich noch viel zu fit, erstmal bin ich noch Trainer hier, ich würde ihm genau, wenn er diese Ansprachen oder wenn er die Hilfe braucht, die ein Trainer braucht, um sich weiterzuentwickeln und jemand dazu hat, der ihm Ratschläge geben kann aus der Erfahrung heraus, würde ich das gerne machen. Er ist ein guter Trainer. Und ein lustigerweise hat ja ein anderer ehemaliger Spieler von Ihnen dann Thorsten Fink seinerzeit in Hamburg entlassen, nämlich Oliver Kreuzer, der ja hier Sportchef war. So schließt sich der Kreis. Ja, ich will da nicht viel drüber sagen. Es gibt also viele Sportdirektoren und wenn man so manchmal geht man so rein und schaut, wie viele Trainer hat dieser Sportdirektor gehabt, wie viele Trainer hat er entlassen und der entlassen und der Olli liegt so ein bisschen an der Spitze bei der Trainerentlassung oder man ist wahrscheinlich nicht seine Aufgabe, ist Aufgabe des Vereins. Man wird ja nicht sagen, also der Präsident sagt, gut, wenn der Oliver Kreuzer den Trainer nicht will, schicken wir den weg. Das wird ja meistens von allen gemacht, ja. Und bei Oliver Kreuzer fällt mir gerade ein, wo Sie eben Armani sagten, Gucci hier, Gucci da, hat er damals gesagt beim HSV. Ich glaube, kurz bevor er dann Thorsten Fink entlassen hat, da ging es dann darum, dass ja die Spieler dann doch irgendwie zu viel Wert auf ihren Mercedes und ihre Shoppingtouren gelegt haben und weniger auf den Fußball. Das passt zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Aber ja, das ist ein anderer Weg. Der Thorsten Fink ist ein Arbeiter. Er kommt ja, das ist ja auch ein Junge aus dem Pott. Er kommt aus Dortmund. Er hat ja in Dortmund in der Amateure gespielt, soweit ich das so in Erinnerung habe. Und er kommt ja auch aus der Ecke, wo du weißt, erstmal Malochen ist angesagt. Und er war bei uns nachher, als er ging mit Tarnath, da waren die zwei, die wir damals geholt haben, beide gingen nach München. Da haben wir eigentlich, Oliver Kahn war schon weg, haben wir so ein bisschen das Herzstück verloren. Ja. Wolfgang Rolf ist vorgegangen, dafür kam Fink und Tarnath. Und als er dann ging, er war so der,
er und Tanne, also Tarnath, die waren am Schluss unsere Leader. Das waren unsere wichtigsten Leute. Wir haben hier Bordeaux geschlagen, wir haben mit Zidane in Bordeaux gewonnen, zu Hause gewonnen. Wir haben also in der Zeit AS Rom geschlagen, alle Spitzenreiter in ihren Ligen. Italien Spitzenreiter hat, AS Rom hat bei uns 3-0 verloren, 2 Tore durch Thorsten Fink. Dann macht der Thorsten, das war eigentlich auch der Grund, warum Effenberg wollte ihn unbedingt nach München holen. Er muss einen Arbeiter haben. Er hat gegen Bayern im Halbfinale im Cup zu Hause die Bayern abgeschossen und war klar, dass der Uli Hoeneß am nächsten Morgen im ICE saß und nach Karlsruhe fuhr und sein Portemonnaie aufgemacht hat. Wir konnten ihn nicht halten. Er hat noch Vertrag gehabt, aber damals war es ja so, wenn ein Spieler, Bayern hat natürlich die höchste Ablösung zahlen müssen, weil sie das meiste Geld hatten. Und ein Jahr später hätten wir wahrscheinlich 2 Millionen weniger gehabt. Und wir hatten keinen Kühne, das HSV-Problem eigentlich. Und wir hatten keinen Pilarski in Karlsruhe, der uns geholfen hat. Wir mussten unser Geld selbst erarbeiten. Das größte Portemonnaie haben die Bayern immer noch. Die sind ja gerade jetzt dabei am Überlegen, ob sie für den Trainer Julian Nagelsmann aus Leipzig 30 Millionen ausgeben wollen oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir bei Spielertypen bleiben, 80er, 90er Jahre, also Sie haben ja eben schon ein paar Namen genannt, Tarnath, Fink, Kreuzer, mir fallen noch, Kahn haben Sie auch gesagt, mir fallen nach Mehmet Scholl ein, Thomas Hessler, Euro-Eddie Schmidt, Serge Kiriakov, also unzählig viele tolle Spieler, die Sie hatten. Haben Sie im Nachhinein, haben Sie einen Lieblingsspieler aus der Zeit? Nein, kann man nicht sagen. Ich meine, als Trainer darf ich jetzt nicht jemand besonders. Natürlich gibt es Spieler, die aus dem Nichts gekommen sind. Ja, den Oliver Kahn zum Beispiel, der war bei uns bei der Jugend, A-Jugend, dann kam er in die Amateurmannschaft und ich habe damals immer sonntags morgens um 11 habe ich immer die Amateure geguckt oder die A-Jugend geguckt, weil wir lebten eben von diesen Leuten. Ja, wir hatten ja, wie ich eben sagte, keinen Kühne, der, wenn wir kein Geld hatten, sein Geld geschickt hat, sondern wir mussten arbeiten. Und der Olli war immer schon präsent, auch mit 17 Jahren in der A-Jugend oder mit 18 in den Amateuren. Man konnte immer sehen, dass er von hinten seine Mannschaft auch, obwohl er ein Junge war, dirigiert hat, ja, und dann habe ich ihn hochgeholt mit einem, der andere war der Sohn von Rudi Wimmer, immer noch ein bekannter Torwart gewesen, und wir hatten beide, ich habe beide eingeladen, einen Tag später machen wir mal ein Training und dann entscheide ich, wer Nummer 2, Nummer 3 ist bei uns. Tamula war Nummer 1 und wir hatten dann 10 Uhr morgens Training, damals war ich noch fit, auch im Schusstraining noch. Und ich habe dann Warmmachen gemacht mit den beiden Torleuten. Dann habe ich am Schluss die Bälle so an den 16 Meter gelegt, so 10 Bälle, und habe den Stefan gefragt, Stefan, wie viele Tore mache ich denn von der Entfernung? Und er guckt, er sagt, er 3. Ja? Ich habe wahrscheinlich 3 oder 4 gemacht, das weiß ich gar nicht mehr. Die Bälle lagen so im Tor oder außerhalb des Tores, da kam Olli rein. Und dann habe ich keinen Ball gehabt am Sechsten. Ich sage, Olli, soll ich die Bälle holen? Da guckt er mich so an und schießt die Bälle so locker raus. Da habe ich die hingelegt. Sag, Olli, wie viele Tore schieße ich denn? Was glaubst du, was er gesagt hat? Ja? Null. Null. Das war Olli. Und da war mir schon klar, das wird meine Nummer 2. Ganz klar, ja. Und da habe ich geschossen und den ersten Ball, ich war so kein relativ schlechter Fußballer früher, den habe ich ihm oben so in den Winkel reingeschossen. Und da habe ich schon sein Gesicht gesehen, als er schon auf den Zähnen gebissen hat. Und dann sag ich, Olli, soll mal aufhören? Ich muss jetzt noch lachen. Und da habe ich ihn gesehen. Ich habe gedacht, der kommt jetzt raus und sagt, was willst du von mir? So, und da habe ich dann weitergeschossen, mal ins Tor, neben das Tor. Und dann haben wir noch was gemacht und sag ich, okay, Schluss jetzt. Dann sagte Olli zu mir, Trainer, wie schon Schluss? Mir haben die Oberschenkel wehgetan, ja? Und war klar, dass dieser Torwart seine Karriere macht. Und irgendwann kam er dann rein, gegen Bochum stand 0-1 für Bochum. Er kam vor Famola. Famola war unheimlich nervös, als er in Oliver Kahn kam, weil er hat gemerkt, der kann ihn überholen. Der Olli hat dann
das 2-0 verhindert. Wir haben 3-1 gewonnen. Und dann spielte er eben, jetzt kommt eben das Entscheidende, spielten wir in Köln. Das war sein erstes Spiel von Anfang an. Und der Morten Olsen, ich glaube, der hat in seinem Leben noch nie ein Tor gemacht. Aber gegen Oliver Kahn schießt er von 16 Metern ins Tor. Wir haben 4-0 verloren. Nach dem Spiel bin ich aufs Feld. Olli kam, Olli war niedergeschlagen. Sag ich, Olli, pass auf, Junge, am Samstag spielst du wieder. Es geht immer weiter, immer. Und wenn Sie sein Buch mal lesen, das heißt, es geht immer weiter, ja. Das ist ja der legendäre Satz, den er gesagt hat, damals nach der Meisterschaft in Hamburg im Volksparkstadion, als die Bayern dann, ja, in der Nachspielzeit noch. Ja, richtig. Olli war so einer, gestern habe ich zufällig mit dem Edgar Schmidt telefoniert und haben wir so über den KSC gesprochen. Dann sagt er, du, der Olli, weißt du noch damals, ja, der Olli war ja beim 7-0, war das ja eigentlich der Garant. Ne? Nicht der Eddie mit 4 Toren, weil Olli hat ja das Spiel am Leben erhalten. Er hat ja 3 Bälle gehalten, die hält gar keiner. Und dann haben wir 1-0, 2-0, 3-0 und dann 4-0, aber aufgrund von Oliver Kahn. Und er hat das auch nicht vergessen. Ja? Er hat, wenn wir ab und zu telefonieren wir mal und wie geht's und so. Und er wird auch in München eine große Rolle spielen, in da ganz oben, ganz klar. Wenn Sie gestern mit Edgar Schmidt telefoniert haben, wissen wir natürlich nicht, was er ihn alles gefragt hat. Aber eine Frage hat er Ihnen sicherlich nicht gestellt, weil die wollte er heute von Ihnen beantwortet bekommen. Hallo Coach, ich habe das große Vergnügen, dir heute eine Frage hinsichtlich unseres tollen Sports zu stellen. Und meine Frage lautet, du hast ja in deiner langen, langen Zeit als Profi und als Trainer tolle Mannschaften erlebt. War es nicht immer so, dass diese tollen Mannschaften aus großen Persönlichkeiten bestanden? Ob das in Gladbach war, in Karlsruhe oder auch in Kamerun, egal wo du mega Erfolg hattest. Jetzt ist die Frage, ist es nicht so, dass im modernen Fußball einfach die Persönlichkeitsentwicklung zu wenig gefördert wird? Es ist alles gleich. Und da bin ich mal gespannt, was du darauf antwortest. Und ich freue mich, dich bald wieder zu sehen. Bis dahin, alles Gute. Dein Spieler, Edgar. Bis dann, Marriott. Gestern noch am Telefon, heute bei uns im Podcast, Euro-Eddie Schmidt, der natürlich allen ein großer Name ist, seit dem historischen 7-0 gegen Valencia, wo er 4 Tore geschossen hat und den ewigen Spitznamen Euro-Eddie bekommen hat. Ja, wie lautet Ihre Antwort auf seine Frage? Der Eifelbursche hat mir gestern nichts gesagt, der Schwein. Na gut, der Eddie, den habe ich ja. Das erste Mal haben wir, als ich Trainer wurde, ich glaube, das war das erste, zweite Spiel gegen Salmrohr. Da war er in Salmrohr mit Topmüller war Trainer. Das war die Anfangszeit, wo ich Eddie Schmidt mal so gesehen habe, obwohl der aus der Eifel kommt, so wie ich. Dann in Frankfurt und dann haben wir ihn gekauft. Und Eddie war ein außergewöhnlicher Spieler. Aber er hat natürlich vollkommen recht. Eine Mannschaft braucht Typen, die den Erfolg wollen, ja. Also es braucht Typen, nicht die, das ich wollen, sondern das wir, ja. Und aber wo entwickelt sich denn so ein Spieler? Ich nehme mal, ich hoffe, da kriege ich kein Problem später. Es gab mal eine A-Jugend von Bayer Leverkusen. Die haben immer den deutschen Meister gemacht, unter Kalli Kallmund damals noch. Und 8-0, 7-0, 5-0, 6-0. Und die waren immer Meister. Aber ist nie einer von dieser Mannschaft in die erste Mannschaft gekommen. Vielleicht in 5 Jahren einer. Die haben dann diese Spieler dann verkauft nach Hannover. Hannover und wir sind zusammen aufgestiegen. Wir haben 2 ältere Spieler geholt und Hannover hat diese jungen Spieler gekauft. Aber wirklich Riesentalente und sind dann mit diesen jungen Spielern wieder abgestiegen. Weil diese Spieler für ihren Sieg nie was machen mussten. Die haben einfach gewonnen. Ja? Die haben gewonnen, weil sie eben die beste Mannschaft hatten oder Spieler hatten und mussten immer nur 40, 50, 60% geben. Dann entwickelt sich natürlich kein Günter Netzer, kein Berti Vogts, kein Bonhoff und kein Beckenbauer oder Gerd Müller. Alle diese Spieler, die Großen, die wir hatten auf Overath, Uwe Seeler, oder Rubech genauso. Diese Spieler mussten, damit ihre A-Jugend, ihre Mannschaft gewinnt, mussten sie top sein. Sie haben diese A-Jugend
am Leben erhalten. Sie haben gewonnen. Ja? Und deshalb ist dieser Spieler in seiner Entwicklung viel, viel weiter als die anderen Spieler. Beckenbauer hat, ich weiß nicht, wo er gespielt hat, irgendwo, ohne ihn wäre seine A-Jugend wahrscheinlich abgestiegen. Aber er hat diese A-Jugend, ich sag, früher war das A-Jugend, am Leben erhalten. Günter Netzer oder Berti Fuchs. Und das, so hat sich ein Spieler entwickelt. Und dann braucht er natürlich auch einen Trainer im Club, der ihm weiterhilft. Denn dieser Spieler wird immer dafür sorgen, dass seine Mannschaft, nicht er, dass seine Mannschaft gewinnt. Ich erinnere mich an diese 70er-Mannschaft, als ich 68 nach Gladbach ging, da waren Günter Netzer, ein Berti Fuchs. Die zwei haben immer dafür gesorgt, dass Spannung im Spiel war, ja? Spannung im Training war. Der Berti Fuchs, da war ein Spieler, den Namen sage ich jetzt nicht, der kam montags immer mit so einer Schwitzjacke, wie so eine Plastikjacke. Und das macht man immer nur dann, wenn man was getrunken hatte. Und dann hat der Berti den so angemacht, der kam nie mehr mit der Jacke, aber diese Mannschaft ist Meister geworden, ja. Und Günter Netzer genauso. Es gibt eine Szene in München, die werde ich nie vergessen, da war ich noch Spieler, hat der Beckenbauer einen Ball und der Reinhard Zobel kam zu ihm gelaufen und wollte den Ball von ihm haben. Da hat er gesagt, schleich die. Da hat er den Ball an die Eckfahne gespielt und der Zobel lief hinterher, hat den Ball noch gerade so bekommen, aber der ist nie mehr zum Beckenbauer, wollte den Ball haben. Solche Typen, solche Leader brauchst du. Die entwickeln sich einmal in der Jugend und dann wird er vom Trainer, wenn sie einen guten Trainer haben, Weißweiler war natürlich der beste Trainer überhaupt, der hat diese Spieler noch gefordert. Ja? Wir haben nicht eine Spielersitzung gemacht, so oft auch ohne den Trainer. Und haben gesagt, hey, jetzt gehen wir raus und hauen die weg, jetzt müssen wir aber mal Gas geben. Und wenn du heute nicht rennst und so, ja. Das musste der Trainer gar nicht machen. Und das ist, da hat der Eddie recht, diese Spieler müssen gefördert werden. Die dürfen nicht vom Trainer gleich gemacht werden, sonst gewinnst du kein Spiel. Ja, also ein Typ, über den haben wir eben schon gesprochen, ein ganz anderer Typ ist jetzt den Spieler, den Sie jetzt gerade haben, Pierre-Michel Azogga, der ist auf seine ganz eigene Art und Weise ein Typ. Der ist ja jetzt seit 3 Monaten in Ihrer Mannschaft. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erzählen, wie haben Sie den eigentlich geholt? Der war ja vorher beim Ligakonkurrenten bei Al-Arabi und ja, jetzt spielt er bei Ihnen. Ja, wir hatten einen Stürmer gesucht. Wir hatten wohl hier, also ich kam vor 3 Monaten, war ein Brasilianer, aber der hat sich bewegt wie, ich habe auf der Bank nicht mehr bewegt. Und wir haben dann gewechselt und dann weiß gar nicht, wer den Azogga ins Spiel gebracht hat. Irgendjemand sagt, da gibt es doch den Pierre Azogga. Da bin ich hellhörig geworden. Ich wusste das gar nicht. Und der spielte aber nicht, weil der Trainer, ein Isländer, glaube ich, einen eigenen Stürmer mitgebracht hat aus Island. Man darf auch nur so und so viele Ausländer in Katar spielen lassen, oder? Wie viele darf man spielen lassen? Richtig, ja. Ich glaube, es dürfen 4 plus 2 arabische, also ein asiatischer und ein arabischer Spieler plus 3 Nicht-Asiaten dürfen das spielen. Und gut, bezahlt werden die ja nicht vom Club, sondern vom Verband, vom Olympischen Komitee, glaube ich, heißt das. Und aber nur bei uns spielt er da spielt. Das ist ja egal. Bezahlt wird auf jeden Fall. Also besser, er spielt bei uns, bevor er da auf der Bank oder gar nicht auf der Bank sitzt. Und die Jungs waren froh, dass er kam, ersten Spiel direkt ein Tor gemacht. Und alle hoffen natürlich jetzt, jeder fragt, gestern Abend wieder einen Anruf, hat morgen einen Anruf, was macht der Pia, ist er fit, kann er spielen? Und wie gesagt, er wird jetzt im Moment fit gemacht. Er ist der Richtige, das ist das, was Schalke gefehlt hat. Er ist ein Pottjunge, ja, er lebt den Pott und in Schalke muss er so sein. Schalke kannst du nicht nochmal mit dem 500 SL von Düsseldorf von deiner Villa kommen und trainierst dort, fährst nach Hause, hast du keine Chance. Ja? Und deshalb sind die auch in die Situation gekommen. Und er ist der Junge, der hat schon nie mehr für Schalke gespielt. Er ist auch zwar traurig drüber, aber er,
er kann uns helfen, er ist ein Motivator, der auch mit den Spielern redet. Und solche Typen, die sind... Ja, Lasogga, das weiß ich aus der Hamburger Zeit, ist auch das ein oder andere schnelle Auto durchaus mal gefahren. Aber auf dem Platz, wenn er dann da, wenn er auch fit war vor allem, dann ja, war er wirklich der Typ und dieser Arbeitertyp. Leider hat er dann doch auch viel zu oft mit seiner Muskulatur zu tun gehabt. Das scheint ja jetzt gerade wieder der Fall zu sein. Ja, gut, er ist natürlich, er ist kein Sprinter, sondern er ist der Mann, der in der Box spielt. Und er ist schwer, er hat kein Übergewicht, aber er ist schwer manchmal, wenn du eine Verletzung hast und das ein bisschen überspielst, dann kommt die zweite Verletzung dazu. Und er braucht also einen guten Physiotherapeuten die ganze Zeit. Und das ist jetzt für uns das letzte Spiel. Ich hoffe, dass es das letzte Spiel, dass wir das Spiel gewinnen und dann mal sehen, was dann passiert. Genau wie Lasogga sind ja auch Sie eine ganze Weile jetzt schon im Nahen Osten unterwegs. Sie waren ja vorher auch in Abu Dhabi, waren im Iran. Ich habe gelesen, dass Sie in Ihrer Heimatstadt in Ettlingen mal vor vielen, vielen Jahren Gemeinderat waren, also durchaus ein politischer Mensch sind. Spielt Politik in Ihren Entscheidungen, wo Sie dann arbeiten, keine Rolle? Darf das keine Rolle spielen? Wie sehen Sie das? Nein, eigentlich will ich mir da gar nicht einmischen. Ich kann also nicht in den Iran gehen und da über die Mullahs reden. Das geht einfach nicht. Das darf man auch gar nicht. Das ist nicht mein Job. Dafür haben wir auch genug Politiker, die das tun sollen. Gerade im Iran, muss ich sagen, war es eine wunderschöne Zeit. Aber eben nur mit diesen mit meinen Nachbarn, mit den Spielern. Ein wunderschönes Land übrigens. Und die waren so hilfsbereit, diese Leute. Aber wenn sie dann eine Etage höher kommen, zum Sportdirektor, zum Präsidenten oder zum Sportminister, dann will ich nichts drüber sagen. Aber sonst war es wirklich sehr, sehr schön. Und wo war ich in Aserbaidschan? Gut, das war auch nur ein halbes Jahr, weil der Besitzer des Clubs, der hat einen Bruder, der immer high war. Da bin ich dann auch gegangen. Aber in den Ländern, zum Beispiel an Jamaika, das war ja mehr eine Hilfsaktion. Die lebten immer noch in der Zeit von 1998, wo sie bei der WM in Frankreich dabei waren. Da habe ich viel bewegen können, viel helfen können. Und wir waren im Endspiel um den Gold Cup. Wir haben USA geschlagen mit Klinsmann, mit Bertie Fuchs. Ein ganz, ganz guter Freund noch von mir, der da Berater war. Herzog war mit Trainer. Meine Politik, gut, jetzt gehen wir auf Ettlingen zurück. Das war ein bisschen kurios. Es war so eine Zeit, wo so ein bisschen Stillstand war. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht in Deutschland. Und da haben in Ettlingen eine wunderschöne, schöne alte Stadt. Also wirklich ganz toll. Wir haben ein Schloss, wird vielleicht keiner mehr so kennen. Da gibt es den Erbprinz. Also das war das Lokal, das Hotel der 60er Jahre, 70er Jahre. Also die Nummer eins in Deutschland. Auch die beste Küche. Und dann hat so ein bisschen das Geschäft zugemacht und das. Und dann hat mich jemand gefragt, du, wir müssen was machen, wir müssen für Ettlingen was machen. Kannst du uns nicht helfen? Ja gut, so, natürlich, mache ich. So, klar, ich wohne ja auch hier. Und dann hat die mich noch wirklich überredet, mich aufstellen zu lassen. Ich war gerade in Kamerun Nationaltrainer für den Stadtrat. Und dann dachte, mach das mal, aber bitte so nichts werden. Dann habe ich mit den für Ettlingen FE habe ich so viel Prozent, wie heißt das, Stimmen bekommen, dass ich noch zwei Leute mit reingezogen habe. Ich wollte gar nicht in die Gemeinde, weil ich ja gar nicht in Ettlingen war. Ich war ja die meiste Zeit in Afrika. Aber ich habe dann festgestellt, wie die Politik eigentlich, jetzt nicht die Politik geht, sondern was für Probleme man da bekommt. Die Freien Wähler haben sich dann beschwert, der ist ja nie hier, was wollt der kriegt doch 300 Euro. Und ich wurde angefeindet von diesen Leuten. Ich habe natürlich dann gekämpft. Wir haben wunderbare Schlossfestspiele bei uns.
die da waren also alles, was Rang und Namen hat, hat er gespielt, Pinkas Braun und also alles, was Rang und Namen hatte. Und die wollten die Freien Wähler absetzen. Und ich sage schon mal, Entschuldigung mal bitte, aber das bringt doch Geld in die Stadtkasse. Oh, ist so teuer. Das kann doch nicht sein. Ja? Und die laufen aber immer noch zum Glück. Und dann habe ich mal die Frau getroffen, dann sagen sie mal, warum wollten sie denn die eigentlich abschaffen? Dann sagt die, ja, meine Mutter mag die nicht. Ja? Also ich wurde auch in der Presse angemacht über diese CDU, die da das Oberhaupt war, aber die haben so viel Prozente verloren durch mein Engagement. Es war, ich weiß nicht erstmal, was in Berlin los ist. Das ist ja natürlich noch ein paar Nummern größer. Ja, die CDU hat, CDU hat momentan auch so das ein oder andere Problem. Darüber wollen wir jetzt nicht großartig sprechen. Eine ganz kurze, kriege ich auch mit. Also so ist es nicht. Eine kurze Nachfrage noch. Also wenn Sie jetzt aus Katar in die Heimat kommen, auf Heimatbesuch, ich gehe mal davon aus, dass Sie dann schon oft auf Katar und die politische Lage dort angesprochen werden. Oder ist das gar nicht? Klar. Man hat mir natürlich viele Journalisten haben mich angeschrieben, ich soll einen Kommentar schreiben. Ich hatte einen Kommentar geschrieben, den ich aber nicht weggeschickt habe, weil ich wusste, was draus wird. Ja, man zieht dann immer so zwei Sätze raus und das, was wichtig ist, lassen sie weg. Die nehmen wahrscheinlich das raus, um zu sagen, guck mal, der Schäfer, der arbeitet da, was ich was, der will nur. Nee, also es gibt hier, werden noch demnächst die arabischen Spiele ausgetragen, also als Vorbereitung für die WM. Sie haben hier viele Turniere gemacht, Champions League zweimal ein Turnier gemacht, das alles, hat alles geklappt. Das Einzige, was ich sagen kann und sagen möchte, ist, eine Frau, die für die UNO oder UNESCO oder UNO gearbeitet hat, die hat gesagt, das einzige Land, das so viele Sachen umgesetzt hat, ins Positive, was gefordert wurde, ist Katar. Mehr will ich gar nicht dazu sagen im Moment. Inwiefern merkt man denn jetzt schon in Katar, dass 2022 die WM dort stattfinden wird? Sind die Stadien, spielen sie schon in den WM-Stadien? Nein, die sind doch nicht fertig. Also ich glaube, zwei sind fertig. Also ich fahre jeden Tag, wenn ich von Doha, ich bin hier in Doha im Hotel, so 30 Kilometer nach Alcor, das ist so am Ende von sagen wir da mehr, wo die Fischer sind, sehe ich jedes Mal 1, 2, 3, 4 Stadien, die links und rechts dran stehen. Die bauen alle noch dran und sie bauen noch so, sie versuchen noch die Straßen zu verändern und. Aber wie gesagt, es waren hier die Asienspiele waren hier, dann waren die Champions League zweimal waren hier, die wurden hier ausgetragen und es hat alles reibungslos ist verlaufen. Ja. Man sollte nicht von draußen urteilen, wenn man nicht hier, sagen wir mal, sich mehr informiert hat. Ja. Und das ist wichtig. Das ist nicht nur bei uns, das ist ja überall so. Man erstmal hinfahren, schauen und sich informieren. Und wie gesagt, diese Frau, ich kann im Moment nicht den Namen, weiß ich jetzt gar nicht, die hat gesagt, das, was gefordert wurde, haben die zum größten Teil direkt umgesetzt. Ja. Natürlich respektieren wir, dass wir jetzt hier keinen politischen Podcast führen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ihr jetziger Club als Shoah, spielt ihr auch in einem WM-Stadion oder denn eigentlich? Nein, wir spielen. Wir haben auch hier die alten Stadien. Also wir haben wohl ein in Alcor wird auch ein Stadion gebaut. Ich glaube, das ist sogar fertig. Die haben natürlich auch ein extra Stadion für sich, aber wir spielen immer in anderen Stadien. Also wir spielen nicht unsere Heimspiele in unserem Stadion, sondern wir spielen in Al-Arabi-Club, wir spielen in Katar-Club, wir spielen in Al-Ali-Club oder im Al-Sadd-Stadion. Also, wenn nochmal auf Al-Sadd zu sprechen komme, ganz am Anfang, auch Al-Sadd gewinnt ja hier immer, wird immer Meister und haben die besten Spieler. In der Champions League haben sie immer Probleme, weil sie auch hier nur 80% bringen müssen, um zu gewinnen, weil sie die besten Spieler haben. Aber sobald du dann in die Champions League kommst, gegen Iran, gegen Japan, Korea, haben die Riesenprobleme, weil sie auf einmal anfangen müssen, 110% zu geben. Und das ist das Problem, das sie hier haben. Das war nur mal kurz, wollte ich am Anfang auch mal sagen. Ja. Man muss also nicht die Mannschaft so stark machen, dass sie einfach Meister wird, sondern man muss sie so stark machen
oder die Liga so stark machen, dass der Spitzenreiter genug Power hat, auch der Champions League Meister zu werden. Und das ist im Moment nicht der Fall. Das war nur mal so nochmal nachher. Wir haben ja vorhin schon mal Ihre Tochter Alyssa gehört. Ihr Sohn Sascha ist ja jetzt auch mit Ihnen in Katar. Was macht der genau? Also ist er auch im Verein dann mit engagiert? Oder? Ja, der macht viele Analysen für mich. Er ist auch immer schwer was zu sagen über den Sohn, aber er ist einer der wichtigsten Mitarbeiter für mich, der auch viele Sachen schreibt, der viele Sachen auch beobachtet, die ich vielleicht momentan nicht direkt sehe, und auch ein guter Kommunikator zum nach oben, auch mit den Spielern, und er ist ein sehr wichtiger Mann für uns. Wie ist das mit Ihrer Frau? Begleitet die Sie eigentlich auf Ihren Stationen oder bleibt die dann in der Heimat und passt auf Ihr Haus auf? Als wir in Abu Dhabi waren, war klar, da war die Familie, die im Grunde unsere ganze Familie liebt diese arabische Ecke hier. Wir waren in Dubai, Abu Dhabi, also in Bani Yas, wo ich Trainer war. Übrigens haben wir da unser Staff oder ich mit meinem Staff haben die Local Players so gut gemacht, dass sie jetzt anfangen können, sogar Meister zu werden in den Emirates. Also das, was ich auch in Al-Ahli Dubai gemacht habe. Die Local Players sind die wichtigsten Spieler. Davon lebt auch die Nationalmannschaft. Sie waren immer da. Früher, als ich in Dubai war, das war 2005 bis 2007, dann bis 2009 Al-Ain. Wir waren alle waren da. Und hier muss man mal sehen, was ich mache. Ich weiß, ob ich hier bleibe oder woanders hingehe, kann ich ja nicht sagen. Im Iran war nur der Sascha mit. Da wollte meine Frau, meine Tochter nicht mitgehen. Die wollten kein Kopftuch tragen. Ne? Dann ist ja das Problem, dass sie da im Flugzeug schon Kopftuch anziehen müssen, bevor der Landung, damit sie unten. Da gab es ja auch mal das Problem, dass eine Frau, junges Mädchen, durfte nicht ins Stadion gehen, die Frauen. Und ein Mädel hatte sich verkleidet, als Junge verkleidet und ist ins Stadion gegangen, wurde verhaftet. Und sie sollte dann ins Gefängnis. Sie hat sich dann mit Benzin übergossen, angezündet. Das blaue Mädchen hieß das dann. Die wollte unser Spiel Estergal sehen. Da waren immer so 70.000, 80.000 Zuschauer im Stadion. Und deshalb ist meine Frau und meine Tochter nie in den Iran gekommen. Aber sonst, wir sind immer im Kontakt. Und ich bin übrigens Großvater geworden. Will ich nur mal schnell einschmeißen. Leider habe ich meinen Enkelsohn noch nicht live gesehen, nur über Video. Genau dazu gibt es übrigens eine kleine Nachfrage, wo Sie das gerade von sich aus ansprechen. Hallo Papa, hier ist dein Lieschen oder für alle anderen deine Lieblingstochter Alyssa. Und was ich schon immer mal wissen wollte oder zumindest in den letzten Monaten wissen wollte, wann gehst du denn endlich in Rente und schiebst mal den Kinderwagen von deinem Enkel Louis durch die Gegend? Ja, also erst nochmal von meiner Seite auch alles Gute. Das erste Mal Großvater geworden. Und ich glaube, der kleine Louis ist erst ein paar Monate alt, oder? Wird Zeit, dass der Großvater mal vorbeischaut. Ja, ich wird jetzt bald 2 Monate, ja. Ich bin eine Woche, bevor er geboren wurde, bin ich gefahren, also hingeflogen. Ich habe den Anfang leider nicht mitbekommen, weil jemand auf meinem Telefon angerufen hat. Aber ich muss sagen, wir sind alle so glücklich, und ich habe dieser Bursche, sage ich jetzt mal, dieses kleine Baby da, der macht uns alle glücklich und jünger. Glauben Sie es mir, das ist unwahrscheinlich, was das für Auswirkungen hat. Und ich freue mich auf ihn. Ja gut, auf meine Familie, klar, aber auf ihn da. Aber die Frage der Tochter, um die nochmal... Wann ich in Rente gehe? Ach genau. Was ist Rente? Was ist das denn? Nein. Der Otto hat mal gesagt, er geht so lange, bis er nicht mehr kann. Ich muss sagen, das ist so ein schöner Job und ich fühle mich topfit. Bis auf meine Hüfte, da könnte ich mal was machen. Aber das ist mein Leben. Ich bin so froh, dass ich wieder arbeite. Zu Hause rumsitzen und den Kühlschrank aus, die Spülmaschine ausräumen. Meine Frau schmeißt mich raus.
das ist nicht mein Leben. Mein Leben ist Trainingsplatz. Ich war so lange Nationaltrainer. Ich kam von Jamaika in den Iran. Ich hatte ein Angebot von Tunesien, aber Iran, und jeden Tag auf den Trainingsplatz gehen. Das war wunderschön. Als Nationaltrainer sind sie, haben sie das nicht, ja. Dann fahren sie mal dahin, aber das ist so toll, wieder trainieren, Mannschaft sehen, die Entwicklung der Spieler sehen, den kleinen Mehmet Scholl sehen, wie er größer wird, sage ich jetzt mal aus Spaß, oder so ein Oliver Kahn, waren ja nicht die einzigen. Oliver Kreuzer war ja auch ein Junge, den ich danach, der über mich nach München ging, Sternkopf. Aber sehen, oder wie ein Icke Hässler wieder Nationalspieler wird, ist doch traumhaft. Ne? Ich liebe diesen Job. Und ich liebe den Fußball. Ja, und deshalb bin ich auch immer so, ich interessiere mich auch und schaue, warum ist 60 München immer noch in der Regionalliga? Warum kommt dieser Isnako, wie der hieß, der da aus Katar, glaube ich, Jordanien. Ja? Warum schmeißt er so viel Geld da rein? Wo ist das Geld geblieben? Ja? Weil dann ist mein Job. Ja? Das ist nicht nur Spieler ausbilden, Mannschaften zum Erfolg bringen oder zu retten, sondern warum ist Schalke weggegangen? Warum hat Mainz es wieder geschafft? Ja? Die eigentlich in einer gewissen Zeit mit Schalke gleich waren. Und das so, oder warum steigt der HSV nicht auf? Oder warum Elversberg nicht aufsteigt? Oder was ist mit dem KSC oder mit Nürnberg, mit Hannover? Ja? Aber genauso jetzt mit Funkel in Köln, ja, der jetzt 2 Spiele gewonnen hat, glaube ich. Das ist mein Job und das ist fantastisch. Sie haben vorhin Otto Rehagel angesprochen, der ist mit, ich glaube, Anfang 70 nochmal Bundesliga-Trainer geworden bei Hertha BSC. Könnten Sie sich das auch nochmal vorstellen, nochmal in Deutschland vielleicht den Feuerwehrmann zu machen irgendwo? Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen, aber das ist natürlich schwierig, wenn du so lange raus bist. Das ist immer komisch, das ist ja nicht nur heute, sondern vor 10 Jahren hieß es, ja gut, er kennt die Bundesliga nicht mehr. Nur den Trainer, den sie geholt haben, oder der Trainer gegangen ist, der sie nach unten gebracht hat, der kannte die Bundesliga. Trotzdem ist er nicht erfolgreich gewesen. Den Neuen, den sie geholt haben, der kam von Italien, der von der Schweiz, der kann die Bundesliga auch nicht. Das ist alles Quatsch. Das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, wie du mit den Jungs umgehst, wie du die Jungs in eine gewisse Spannung reinkriegst, damit sie für den Club arbeiten, damit sie besser werden, damit sie Disziplin haben auf dem Spielfeld. Ja, und ich habe das jetzt in Estagal in Iran übernommen. Die waren Vorletzter und am Schluss waren wir Dritter. Und wir haben sie Champions League geführt und wir haben die Champions League bis ins Halbfinale geschafft. Und dann hat der Verein, weil die Champions League hier saisonübergreifend ist, nicht wie in Europa, haben sie mir meine 3 besten Spieler verkauft. Und damit wir ja nicht noch mehr Erfolg haben, der Sportminister war nämlich ein Persepolis-Fan. Also das sind 2 Government Club, einmal Estragal, einmal Persepolis. Und er ist Persepolis-Fan. Und dann wurde der Papst Thiam, ein fantastischer Mittelstürmer, der ging nach in die Türkei, der andere ging auch in die Türkei, der andere ging nach den Emirates. Und wir hätten es trotzdem fast geschafft mit den Jungen, die wir dann dazu geholt haben. Aber vielleicht habe ich ja weiß, warum ich das jetzt erzählt habe, aber ja gut, nochmal. Das ist warum ich den Fußball liebe. Ja, ist doch wunderschön. Aber Sie haben ja eigentlich eine sehr erstaunliche Karriere, muss man sagen, weil man kann die ja fast so zweiteilen. Es gibt einmal das Leben, wo Sie Ewigkeiten, nämlich 12 Jahre, habe ich schon gesagt, beim Karlsruher SC waren, danach in Stuttgart. Das ist Ihr eines Leben und Ihr anderes Leben ist das Leben als Weltenbummler-Trainer. Kamerun, Jamaika, wir haben es eben alle schon aufgezählt, Iran, Aserbaidschan und so weiter. Wie kam es, dass Sie nach diesem ersten Trainerleben, Karlsruhe, Stuttgart, Berlin und so, dass Sie dann diesen Schritt gemacht haben und nach Kamerun gegangen sind? Wie kam es dazu? Ja, jetzt leider muss ich jetzt was Trauriges sagen. Der Mann, der das gemacht hat, ist vor 3 Tagen gestorben. Das ist der Horst Wiedmann, ein Puma-Mann, der früher bei Adidas war. Und Kamerun war Puma, ja, und er wurde angesprochen von dem
Präsidenten Mr. Ihr von Kamerun, wir suchen einen deutschen Trainer. Und da hat er mich angerufen und sagt, du willst du nicht in Kamerun Trainer werden? Das war vor der WM, aber auch vor dem Cup of Nations in Afrika. Man sagt, klar will ich das machen. Ja? Und dann bin ich dann nach Köln, da kam der Mr. Ihr, der Präsident. Ich hatte mich aber so vorbereitet über Puma, die ja jeden Spieler kannten. Also ich wusste mehr über die Spieler als der Präsident. Und da war das Ding, ist mal direkt gelaufen, bin dann nach Kamerun gefahren und habe da diesen Sportminister, Mr. Widongpa, hieß der, getroffen, der als erstes gesagt hat in der Sitzung, wo die Journalisten da waren, nachdem ich unterschrieben hatte, ab heute hat die Korruption ein Ende, wir haben einen deutschen Trainer. Gut, da bin ich dann zu den Spielern geflogen, Manchester United, Rigobert Song, der auch in Köln war, Bome, der in Bremen war, Marc-Vivien Foé, der in Lyon war, der ja leider gestorben ist, und habe mit den Jungs gesprochen. Und die Jungs haben nur gesagt, Trainer, wir brauchen nur Disziplin. Den Rest machen wir schon. Ja? Gut, und das war so die erste Station. Und dann kommst du nicht mehr zurück. Wenn du einmal im Ausland bist, ist es unheimlich schwer, in die Bundesliga zu kommen. Dann bin ich dann nach Al-Ahli Dubai. Wir bleiben einmal ganz kurz bei Kamerun, weil das war ja schon die mit wichtigste Station, würde ich mal sagen. Sie haben den Afrika Cup gewonnen, tolle WM gespielt. Wenn Sie sagen, die Jungs haben gesagt, wir brauchen nur Disziplin, das dürfte ja auch nicht immer einfach gewesen sein. Und genau zu dieser Frage haben wir auch noch mal eine Nachfrage eines alten Weggefährten von Ihnen. Oh. Hallo Willi, alter Schwede, wie geht's dir denn? Hier ist der Doc. Wir hatten ja neulich schon mal telefoniert und ich weiß jetzt ja, wo du bist und was du alles ja gemacht hast in der Zwischenzeit. Du hast uns ja auch besucht in Pampo. Wir waren ja auch zusammen auf dem Hochsitz und haben dann über die alten Zeiten gesprochen. Und da fällt mir ein, sag mal, wie war denn das damals mit dem Streik in Paris? Da wollte die Truppe nicht nach Japan, bevor sie nicht ihr Startgeld bekommen hatte. Kannst du das nochmal irgendwie aus deiner Sicht nochmal erzählen? Ja, Dr. Heinrich Löhr, der Mannschaftsarzt also, damals, ich glaube, die kannten ihn aus Karlsruhe noch und haben ihn dann mitgenommen nach Kamerun. Ja, das ist einer meiner besten Freunde. Der Doc ist ein wunderbarer Mensch. Nicht nur ein wunderbarer Doktor, also der war sensationell. Auch als Typ fantastisch. Ja, also ich habe selten. Es gibt so Freunde und das ist ein Top-Mann. Und da war schön da in Pankow bei ihm am See. Hochsitz. Wir haben immer drüber gesprochen, wenn ich mal komme, ich baue dir einen Hochsitz. Und dann, wir haben ihn nicht gebaut, wir haben drauf gesessen oben und dann haben wir auch ab und zu mal einen Rotwein getrunken. Aber wir haben nichts geschossen. Ne? Ich hätte, wenn ich ein Tier in Reh gesehen hätte, hätte ich laut gehustet. Ne? Das wollte ich nicht. Aber es war traumhaft. Der Heinrich ist ein wunderbarer Mensch. Ja gut, ich habe ihn dann mitgenommen, weil er einmal top war, aber auch den Masseur vom KSC, der auch wegging damals, Günter Kroth. Und er konnte auch Französisch. Er kommt ja aus der Nähe von Straßburg, also vom Oberweier, heißt nicht Oberweier. Naja, fällt mir noch ein. Und er konnte Französisch, weil ja viele Französisch Sprechende sind in Kamerun. Ja, wir haben Trainingscamp in Holland gehabt. Wunderschön. Und fliegen nach Dänemark, spielen gegen die Dänen. Ich glaube, wir haben 2-1 verloren. Fliegen nach Paris. Charles de Gaulle Airport, Hotel, Ibis Hotel. Die Zimmer so klein wie für euch im Moment Badezimmer. Und abends sage ich zu den Jungs vorm Abendessen so, übermorgen geht's los. Sagte Rigobert Song, Coach, no. Ich dachte, er will mich veräppeln. Ich sage, wie, nein. Coach, nein. Also Englisch, ja. Rigo, come on. 9.000 Euro pro Person waren zu zahlen vom Sportminister, Miss Dongpa. Okay, dann Geld kam nicht. Flugzeug, Kamerun Air Standard Airport.
Wir sind dann am anderen Tag, haben die Training auf der Straße gemacht, sind gelaufen. Und dann war der nächste Tag, sag ich, Jungs, ihr müsst fliegen. Trainer, wir fliegen nicht. Das ist eure WM. Ihr habt jetzt 4 Jahre dafür gearbeitet. Ihr müsst da hingehen. Dann haben sie überlegt, 2 wollten, der Gourmet natürlich nicht. Mr. Netto hieß der ja bei uns. Der hat gesagt, nein, also alle Bälle wieder aus dem Bus raus, Hotel zurück. Dann habe ich in Kamerun angerufen, der Premierminister von der britischen Seite, also gibt ja Engländer und Franzosen da, also und der sagt, er kann nicht viel machen, er ruft mal versucht den Präsidenten zu bekommen, aber nichts passiert. Und wieder gekämpft. Ich sage, Jungs, geht, ihr müsst dahin, das ist eure WM. Der Marc-Vivien Foé zum Beispiel, der hatte die WM 94 in USA. USA hat er gespielt, da waren die ganz jung, die Typen, Song, so, da haben, glaube ich, 6-0 gegen Russland verloren. War die WM schon mal kaputt. Dann spielte er in 98 in Frankreich, steht auf dem Ball, macht so Joke, geht runter, Fuß gebrochen. 2 WM kaputt. Dann die dritte WM. Und wieder gesagt, lasst uns doch gehen. Da habe ich einen Vorschlag gemacht, lasst uns fliegen. Wir spielen gegen England ein Freundschaftsspiel in Kobe, in der Osaka. Wenn das Geld nicht gekommen ist in der Zeit, gehe ich vor die Weltpresse. Alles ist da, sage ich. Und sage, ich trete zurück aufgrund von Monsieur Bitonpas, dem Sportminister aus Kamerun. Coach. Haben die, der Marc-Vivien Foé, der war so der, und Patrick Mboma, Rigobert Song. Coach, wir wollen für die Zukunft was machen. Ich sage, Boys, ihr könnt nur was machen, wenn ihr Erfolg habt. Dann könnt ihr den Minister abschießen. Keiner ist geflogen. Dann kommt der Kerl mit einem Karton voll Geld. Franz Schäfer. Ich weiß nicht, was. Ein Euro war, glaube ich, 200 Franz Schäfer, keine Ahnung. Da hat er jedem Packen Geld gegeben und hat eine Rede gehalten. Erst hat er den Rigobert Song zu Sau gemacht, dann den Sportdirektor André, und dann hat er über mich gesprochen, was ich für einer wäre, das zuzulassen. Dann habe ich eine Rede gehalten, übersetzt wurde das dann, ich glaube, er hat das so richtig übersetzt in Französisch, der André, der konnte ein bisschen Deutsch, habe ich dann gesagt, in Französisch, erstmal ist der Rigobert Song ein toller Kapitän, die Mannschaft ein tolles Team, und er soll aufpassen, dass er nicht die WM kaputt macht. So, das Geld kam, da sind wir geflogen, jetzt kommt eigentlich das Größte. Von Paris, Kamerun Air, dann kommt den Sitz nicht nach Rittenbachen, die sind ja in Deutschland gesperrt, die Kamerun Air, nach Addis Abeba, haben da 4 Stunden gestanden, und aufgetankt und sind dann von da nach Bangkok geflogen. In Bangkok, ich war ja nachher in Bangkok und habe den Flughafen, der zweite Flughafen, immer wieder gesehen. An die Seite, da kam der Shell-Wagen und hat Benzin dran machen wollen an den Flügel. 1 Stunde, 2 Stunden, ich saß im Flugzeug, 3, die haben Karten gespielt, 4 Stunden. Ich sage, Mr. Ihr, was ist das denn? Da war der Präsident. Wir müssen fliegen, das geht doch nicht. Ja. Die hatten kein Bargeld, sondern nur eine Kreditkarte. Die wurde nicht anerkannt von diesen Leuten. Da musste der Präsident des Fußballverbandes, der nachher mein Chef auch war in Thailand, kommt gleich dran, mein Gott, der musste kommen, hat mit seiner Kreditkarte das bezahlt. Da sage ich, aber Mr. Ihr, wir müssen fliegen, denn wir haben in 3 Tagen ein Freundschaftsspiel. Da sagt er, ja. Da war aber der Flug von Bangkok nach Tokio, war ja zu, ging nicht mehr. Sind wir nach Bombay geflogen. 6 Stunden nach Bombay, also 8 Stunden im Flughafen gestanden, nach Bombay geflogen. Das Gleiche nochmal. Hingestellt, kein Benzin mehr, der hat reingetan und keine Kreditkarte. Wieder 8 Stunden. Ja. Und dann konnten wir nach Tokio fliegen, na, Oito hieß das, so. Und dann sage ich, Mr. Ihr, wir haben, das war am nächsten Tag das Spiel, wir müssen morgen gegen Oito spielen und 3 Tage später gegen England. Wie soll man das machen? Die Jungs sind müde.
Wir kriegen 80.000 Euro dafür. Was kann er tun? Oh mein Gott. Dann war einer drin, der sagte, ja, der UITA-Platz ist nur eine halbe Stunde vom Hotel. Wir kommen dann nachts an. Die Leute, die haben auf uns gewartet. Die ganze Weltpresse war ja im Flughafen in Thailand, haben wir einen Film gedreht von unserer Maschine. Wir kommen da an, alle übermüdet. Und da kamen Leute aus dem Haus und haben so mit dem Kind umarmt und nachts gewunken, weil wir gekommen sind. Wir schlafen, 7 Stunden Zeitunterschied. Wir haben von Paris nach Tokio, also nach UITA, 45 Stunden gebraucht. Ja? Alles kaputt gemacht. Dann spielten wir ein Spiel gegen UITA 0-0. Dann spielten wir in England. Habe ich 2 Mannschaften gemacht. Da konnte nicht eine Mannschaft, das ging nicht mehr. 2-0 geführt, gewechselt, 2-2 gespielt. Ja? Dann erstes Spiel, tolle Atmosphäre, ich sage Weltmeisterschaft. Unser Trainingscenter, boah, überragend. Wir kommen in das Stadion noch in Irland, 1-0 geführt und 2. Halbzeit 1-1. Und dann spielten wir gegen wahrscheinlich gegen Saudi-Arabien. Naja, der Sportminister ist natürlich nicht mitgeflogen. Ja? Saudi-Arabien 1-0. Ja, was passiert dann? Dann kam Deutschland. Ja? Und die Deutschen, wie sie eben sind, topfit. Die haben einen Spieler vom Platz bekommen, den aus Leverkusen. Und wir hatten Chance über Chance. Und nach dem Spiel bin ich zu Oliver Kahn, meinem alten Kumpel, sagt, Olli, ja gut, du bist mein Torwart, habe ich gesagt. Und dann hat er gelacht, aber gut. Der Olli hat denen die WM eigentlich bis ins Endspiel gerettet, ja, sonst wären die gar nicht so weit gekommen. Aber der Sportminister, wenn wir ausgeschieden sind, kommt zu mir mit einer Flasche Rotwein, setzt sich hin und sagt in Englisch, was soll ich nur der Präsidentin sagen, der Staatspräsidentin? Also sagt, du bist selbst schuld. Ja. So, der hat uns die ganze WM kaputt gemacht. Wir haben eine Mannschaft gehabt, ne? Können Sie sich vorstellen. Aber nochmal, der Marc-Vivien Foé hat 3 WM gespielt. Eine nur verloren, eine Beinfußbruch, der zweite macht der Sportminister kaputt und dann stirbt er beim Confederation Cup. Nur mal so als, das war so traurig. Ne? Man merkt auf jeden Fall schon, ich glaube, das war jetzt nur eine Anekdote aus Ihrer Kamerun-Zeit und Sie haben mit Sicherheit so viele, unglaublich viele Anekdoten erlebt in Ihrer... Ja, mache ich eine einzige noch. Eine habe ich noch. Mache ich jetzt wie beim Karneval. Ich habe nur einen. Als ich angefangen habe, waren wir in Burkina Faso im Trainingscamp und für den Cup of Nations 2-2 in Mali. Und dann sah ich Mr. I angerufen, wir brauchen ein Freundschaftsspiel. Ja, Freundschaftsspiel, mal gucke ich mal. Hat er dann in Tunesien eins gefunden. Und Burkina Faso ist ja so Mitte Afrika. Brauchen ungefähr 6 Stunden bis oder 7 Stunden bis oben nach Tunesien. Und da habe ich Jungs gesagt, übermorgen fliegen wir nach Tunesien, Freundschaftsspiel. Ja, bravo. Einige haben gesagt, oh mein Gott. Und einen Tag vorher sagte der Samuel Eto'o, Coach, wir fliegen nicht. Ich sage, wie, ihr fliegt nicht? Ja, das sind nur 2 kleine Maschinen. Damit fliegen wir nicht. Wir wollen eine große Maschine haben. André kommen lassen. André, was ist das für eine Maschine? Sagt er, ich komme mit Fax. Hat er einen Fax gebracht? Da stand drauf, große Maschine. Also 7-7, ich weiß, wie die heißen. Jungs, hier, morgen, alle kamen bis auf Eto. Wir kommen am Flughafen, 2 kleine Maschinen. Keine große Maschine und 2 Sitze in dem Flugzeug. Wenn man so überlegt, hier saß der Patrick Embomat, der saß immer so da, den Kopf zur Seite und hintereinander geflogen. Und dann haben wir Zwischenlandung gemacht. Und dann kommen wir, jetzt kommt das Interessante und Tolle. Wir kommen in Tunesien an den Flughafen, steigen aus, recken uns und knackt hier und da. Da stehen ungefähr 10 Kameruner mit einer Fahne und singen das Nationallied, ne? Ich glaube es mir, alle Spieler sind hin und haben getanzt, hey, 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 ne? Das war Kamerun. Und dann sind wir ins Hotel gekommen, so nachts, so um 11 Uhr, war ein Tennisplatz. Dann sage ich zum Rigobert,
halbe Stunde später, alle unten sein, müssen noch ein bisschen Gymnastik und sowas machen. Dann guckt mich an, ja, okay, alle waren da, wir machen Gymnastik, Stretching, und dann kommt, Puma macht einen Film mit dem Markus Jestedt, und dann geht er zu dem Bill Chateau, der nachher in Kaiserslautern mal war. Ey, Bill, sind wir verrückt, oder? Sagt er. German? Nee, verrückt, sagt er zu dem Training, ne? Aber German Coach, Vinicius. Und diese Mannschaft, wir sind ohne ein Gegentor, sind wir Meister geworden. Das war eine Gemeinschaft, ja, traumhaft. Und das hat der Sportminister eben bei der WM kaputt gemacht. Na gut, das war nun mal so. Ich bin mir eine Geschichte am Rande. Ich bin mir absolut sicher, dass wir jetzt zu jedem Land mindestens noch eine genauso gute Anekdote bekommen könnten. Allerdings wird das dann langsam von der Zeit schwer. Eine Anekdote möchte ich aber dann als HSV-Podcast dann doch noch hier einfordern. Nämlich, es gibt tatsächlich die Geschichte, und die müssen Sie jetzt einmal kurz erzählen, dass Sie ja doch einmal fast sogar beim HSV gelandet wären, weil Peter Krohn Sie verpflichten wollte, oder? Genau, da habe ich eben den Kuno Klötzer erwähnt. Nochmal, Kuno Klötzer hat, der müsste eigentlich, er war unser Trainer In Offenbach müsste das gewesen sein. Ja, ich meine den Skandal, diesen großen Skandal, den wir in Deutschland hatten. Ne? Der Bundesliga-Skandal, ja, in den 70ern. 71 war das, glaube ich, ja, 70, 71. Genau. Ja, richtig, ja, nachdem ich von Gladbach weg bin. Guck, wir werden erstmal Pokalsieger mit Offenbach. Und der Aki Schmidt war Trainer, der leider schon verstorben ist, glaube ich. Der hat aber einen Fußbruch gehabt. Und irgendwann kam dann Kuno Klötzer. Und ich muss ihm heute noch danken. Ich habe selten so einen menschlichen Trainer erlebt. Ich habe den, übertreibe jetzt mal, geliebt, ist ein blödes Wort, aber ich verehre den heute noch. Ja? Das war ein wunderbarer Mensch. Und der hat, wir sind abgestiegen durch einen Skandal. Und da gibt es ja Geschichten, da können wir noch mal ein paar Stunden ranhängen. Und dann haben wir die Aufstiegsspiele, wir sind also durch die Regionalliga Süd, war das damals noch, sind wir durchmarschiert, ohne Niederlage waren wir Erster, Bayern Hof. Mal überleg mal, Bayern Hof war Zweiter. Und da gab es diese Endspiele Rot-Weiß Essen, ich glaube St. Pauli, Völklingen, Kickers Offenbach. Wir waren so die eine Gruppe. Da sind wir durchmarschiert, ohne Niederlage, sind aufgestiegen. Sigi Held, Erwin Kostede. Und dann treffen wir uns zur Feier im Hotel in der Nähe von Offenbach. Und da kam der Kuno zu mir und sagte, die haben einen Trainer verpflichtet. Ich sage, Trainer kann doch nicht sein. Ja, die wollen mich zum Sportdirektor machen. Das mache ich aber. Also, der hat ja eine eigene Art zu sprechen. Das mache ich aber nicht. Das gibt's doch. Keiner hat es geglaubt. Dann haben die den Julian Lorand verpflichtet und er sollte Sportdirektor machen. Dann ist er dann nach Hamburg gegangen und hat den Europapokal gewonnen. Wunderbar. Ich habe mich so gefreut. Der Kuhne war auch ein guter Trainer. Du kannst ja nicht einen Trainer entlassen, der hat kein Spiel verloren. Wir haben eine tolle Truppe gehabt. Ne? Unwahrscheinlich. Und dann geht er nach Hamburg und dann rief er mich an, hat immer so die Nase so hoch gesungen. Winfried, wie wollen Sie verpflichten? Ich nach Hamburg geflogen, sitze bei Peter Krohn bei ihm und dann hat der Peter Krohn mir etwas von Eddie Buffmeier, ja, der von Stuttgart, der Österreicher. Ich sollte da mit ihm arbeiten und er wäre ja der Spielmacher. Dann sag ich, nee, dann komme ich gar nicht. Dann bin ich nach Hause gefahren, bin dann nach Karlsruhe gegangen. Und das, ich wäre gerne zum HSV, weil dieser Name, der hat was Besonderes. Ja, ich habe es eben ja so kurz erwähnt, ich habe ja noch gegen Willi Schulz gespielt und gegen Uwe Seeler, müssen wir vorstellen, ich spiele gegen Uwe Seeler, ja. Traumhaft Hamburg ist eine wunderschöne Stadt auch. Das muss ich ja keinem erzählen. Ja. Aber leider, ich wollte nicht für Buffy Edmeier, so hieß der, wollte ich nicht laufen. Ja. Das muss nicht sein. Das war Krohn und er hat mir irgendwie auch gefallen, der Krohn. Ich meine, der hat ja einiges bewegt in der Zeit.
Ja. Nicht so gut viel wie der Günter Netzer mit seinem, den Namen weiß ich leider nicht mehr, der andere Präsident, Günter Netzer. Wolfgang übergab. Klein war das, ja. Ja. Das war natürlich eine ganz andere Zeit, ja. Haben Sie denn im fernen Katar mitbekommen, dass Peter Krohn vor 2 Wochen gestorben ist? Nein, oh. Oh, wusste ich gar nicht, ne. Oh. War einer der ganz großen HSV-Manager auf jeden Fall, war seiner Zeit ja damals weit voraus. Ja, war lecker. Er war so ein bisschen anders, aber ist ja klar, der Neue wird immer anders sein. Und man hat es am Anfang gar nicht so, man hat ihn so ein bisschen hochgenommen, aber er war wirklich ein toller Kerl, toller Mann. Und ich glaube, dass so ein Mann, er war ja eine Persönlichkeit und ein Verein wie der HSV, alle Traditionen Verein brauchen einen. Gladbach ist eigentlich eines der besten Beispiele. Einer, der sagen hat, dann ist Schluss. Ja? Und das war in der Gladbacher Zeit, war es eben Dr. Bayer, Krassoff und Dr. Gerhards, diese 3 plus Trainer. Sonst hat keiner was zu sagen gehabt. Hat funktioniert. Dann ist der Krassoff hat aufgehört, der Nächste aufgehört, der ist gestorben, Hennes war weg und dann sind sie abgestiegen, zweite Liga. Und jetzt haben sie irgendwann, wissen Sie noch den Präsidenten von Gladbach in den Namen? Das ist immer eine Frage. Das ist leider leicht vor unserer Zeit, muss wahrscheinlich. Nee, der ist heute noch Präsident. Und das ist darum ist Gladbach so gut geworden. Es gab eine Zeit, da gab es den König, heißt der. Der war in allen Zeitungen. In der Zeit war Gladbach immer Mittelfeld, unten und zweite Liga. Den lesen Sie nicht mehr, hören Sie nicht mehr, oder? Nee. Das ist das Erfolgsrezept. Zu sagen... Rolf Königs. Ja. Und die Leute, die dieses Bonhoff und Eberl, Max Eberl, diese 2 plus der Geschäftsführer Finanzen, ganz, ganz toller Kerl, Mann ist das. Diese 3 machen den Verein. Natürlich diskutieren die drüber, aber sie lesen nichts mehr über, was der König sagt oder was der sagt. Nur noch, was der Eberl oder Rainer Bonhoff sagen. Das ist das Erfolgsrezept. Genau beim KSC. Da gab es Rühl, Schäfer, Schmieder. Ja. Und als dann Rühl weg war, da kam ein Neuer, den hast du immer gelesen, der Fuchs, ja, dann damit auf Wiedersehen. So können Vereine verschwinden. Oder in München 60 genauso, ja. Also ich merke schon, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal zu einer Fortsetzung verabreden. Wie, sind wir schon weiter? Es ist tatsächlich schon eine ganze Weile, aber wir werden auf jeden Fall, Sie haben so viele Geschichten zu erzählen, da brauchen wir irgendwann eine Fortsetzung. Aber eine letzte Frage, da kommen auch Sie nicht drum herum, weil die stellen wir jeden unserer Podcast-Gäste. Die ist aber auch ganz einfach, nämlich wann steigt der HSV auf? Ich sage nochmal, ich bin nicht böse oder so. Ich glaube, dass der HSV dann aufsteigt. Ich kenne den Trainer nicht. Ich kann den Trainer vor Hacking oder wie die alle hießen. Du musst als Trainer nicht da hingehen und denken, oh mein Gott, hoffentlich steigen wir auf. Ja? Und wenn du da hingehst und so denkst, steigst du nicht auf. Ja? Weil du bringst auch die Mannschaft ist ja schon verunsichert. Also du musst da hingehen und sagen, wir steigen auf. Und da musst du dafür sorgen, dass alle auch von der Disziplin mitziehen. Ja? Und ich glaube, du steigst eher auf, das haben wir damals auch beim KSC gemacht, da war ja, gut, wir waren eine andere Situation, für uns war das Sensation, mit jungen Spielern, ja, junge Spieler, die eine Zukunft sehen. Es gibt Spieler, nochmal in ein ganz, ganz alter Verein, hieß mal Viktoria Köln, die haben auch immer alte Spieler gekauft, in meiner aktiven Zeit noch und waren immer Erster und 2 Spiele vor Schluss sind sie nicht aufgestiegen, weil die Spieler gar nicht aufsteigen wollten, ja. Warum soll ich mit dem alten Bus nach Dresden fahren, wenn ich damals war, oder nach München fahren, wenn ich auch hier in Bonn spielen kann mit meinem Club? Sie müssen Jungs haben, die ihre Zielsetzung muss sein, nächstes Jahr spiele ich in der ersten Bundesliga. Ja? Und da geben die alles. Die müssen. Ich habe ein Spiel gegen Kiel gesehen, auch hier im Internet. Da haben sie relativ gut gespielt, aber da konntest du aber auch wieder sehen, den letzten, das Spiel gewinne ich, das hat gefehlt. Ja?
Und das kannst du kannst nur überleben, weil eben der, weil es der HSV ist. Die, Bochum hat es einfach. Ja, Bochum, die kann aufsteigen. Oh, super. Aber HSV muss aufsteigen. Ja? Und HSV ist ja auch in allen Medien mit seiner Leistung zum Gespött gemacht. Ja? Und deshalb müssen die Jungs, die müssen das wissen. Die müssen sagen, hey, wollen wir schon morgen schon wieder lesen? Ja? Jetzt geht es aber raus hier. Ja, das ist nicht immer nur die Taktik, ob ich jetzt mit 3 Spitzen spiele, mit 4 Spitzen spiele oder mit 5. Die Mentalität der Spieler ist entscheidend. Die Mentalität der Trainer ist entscheidend. Ja? Und ist ja auch wieder, auch der HSV hat ja auch wieder Probleme. Wie heißt der von Gladbach, der Präsident geworden ist, der wieder zurückgetreten ist, ich weiß gar nicht. Außer Jansen, meinen Sie? Ja, Jansen, ja, klar. Und Herr Schirrer, ich merke schon, Sie... Das war eigentlich eine relativ kurze Frage. Das große Problem in Hamburg ist das Geld von Kühne. Das sage ich immer wieder. Immer wenn der HSV ein Problem hat, die machen das Problem ja selbst, kommt der Kühne und gibt den Geld. Nee, der Kühne muss mal sagen, hey, warum? Was habt ihr denn gemacht? Warum habt ihr schon wieder das Geld verpulvert? Ich weiß, ich bin jetzt nicht, wenn der HSV, der muss ja nicht arbeiten für das Geld, oder der Kühne kommt ja schon wieder. Nee, die müssen erstmal für das Geld arbeiten. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme. Ich kann das ja sagen, weil wir so erlebt haben. Wir haben kein Kühne, kein Pilarski gehabt. Wir haben Spieler entwickelt, haben sie verkauft und haben dann für Schollhammer 3 gekauft, für Kreuzer haben wir 2 Abwehrspieler gekauft, für den nächsten haben wir den Kiryakov gekauft und den Wolfgang Rolf gekauft und haben eine gute Top-Mannschaft gehabt. Ja? Ich hätte auch lieber den Kahn noch gehalten, nur ging es ja eben nicht, oder den Mehmet Scholl gehalten, nun konntest du ja gar nicht. Ja? Und das ist das, glaube ich, das Problem beim HSV. Herr Schäfer, in Hamburg sagt man Butter bei die Fische. Wann steigt der HSV auf? Gut, ich sage jetzt mal, ich hoffe es wirklich, also ich bin ganz ehrlich, dieses Jahr noch. Das hören wir doch gerne. Ja, schauen wir mal, würde Kaiser Franz jetzt sagen. Herr Schäfer, ja, das war jetzt... Ja, sagen, Lüttens Kicke. Das waren jetzt anderthalb sehr unterhaltsame Stunden. Es hat, so lange? Ja, ich glaube, es hätte auch noch ein paar Stunden mehr sein können, ja, wenn wir jetzt noch über Ihre anderen Stationen gesprochen hätten. Aber es gibt ja noch die Geschichte Kamerun in Leipzig gegen Deutschland, wo die auch nicht spielen wollten. Genau, die weißt können wir dann gerne spielen? Beim, vielleicht in der nächsten Saison, wenn der HSV dann wieder gegen Karlsruhe spielt, dann können wir die Geschichten gerne nochmal fortsetzen. Aktuell sieht es ja möglicherweise danach aus, dass der HSV auch nächste Saison wieder gegen Karlsruhe spielt. Jetzt erstmal am Donnerstag der HSV gegen Karlsruhe und genau, für heute dann erstmal vielen Dank, Herr Schäfer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War schön. Vielen Dank auch für die vielen Unerwachte, auch die Alissa, hätte ich ja. Aber ich wollte es gewusst. Und der Doktor, wo habt ihr den aufgetrieben? Wir haben ja gute Kontakte zu Ihrer Familie, sagen wir mal so. Ah! Also, es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Grüßen Sie ganz herzlich Pierre-Michel Lasogga von uns. Und vielleicht einen schönen Fernsehabend am Donnerstag, wenn der HSV gegen Karlsruhe spielt. Wir werden uns dann am nächsten Woche wieder melden, dann vor dem Spiel gegen den ersten FC Nürnberg. Und ich kann jetzt schon versprechen, auch mit einem Anekdotenfeuerwerk, mit einer ebenfalls HSV-Legende, der allerdings in Nürnberg geboren ist und auch in Nürnberg noch wohnt. Wer das ist, das verraten wir nächste Woche. Herr Schäfer, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.